Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Das Reizdarmsyndrom, darum geht's heute. Ja, die Hauptursachen für das Reizdarmsyndrom. Reizdarm ist eine Diagnose, die man schnell bekommt, die schnell gestellt ist. Und die große Frage ist dann immer wieder, was heißt es, was ist es eigentlich, wie kriege ich das weg? In der Schulmedizin sagt man zu dem Reizdarmsyndrom, das ist eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, das Wort wird erst benutzt, wenn alles andere untersucht wurde. Das bedeutet, dass die Schulmedizin versucht, über ihre Wege, also mit Ultraschall, Darmspiegelung, Magenspiegelung, Blutuntersuchung, Stuhluntersuchung, Abtasten des Körpers. Damit versucht sie herauszufinden, vielleicht noch MRT oder CT, ob sie irgendeine Ursache findet. Wenn sie da nichts findet, dann nennt man das Reizdarmsyndrom. Das heißt so viel wie, wir wissen nicht, was es ist, aber irgendwie ist der Darm gereizt. Das hilft einem überhaupt nicht weiter. Und dann kriegt man häufig Medikamente, die irgendwie symptomunterdrückend sind, aber es wird nicht weiter an den Ursachen geforscht. Reizdarmsyndrom ist deswegen auch so schwierig zu behandeln, für Schulmediziner genauso wie für Alternativmediziner, weil es einfach so individuell ist. Der Darm und Magen und ja, Dickdarm, Dünndarm, dieses ganze Konstrukt ist wie eine Alarmlampe und das macht halt Aua in Anführungszeichen oder Blähungen oder Verstopfung oder Probleme, wenn irgendwas im Körper nicht stimmt. Das hat damit zu tun, dass dieses ganze Nervensystem, das diesen Magen-Darm-Trakt versorgt, dass das hochempfindlich ist auf viele verschiedene Faktoren. Und wenn das nicht richtig arbeitet, dann arbeitet der Darm nicht richtig und dann kriegen wir Probleme. Fangen wir mal an. Also das Erste, was sein kann, ist tatsächlich, dass es Unverträglichkeiten auf bestimmte Lebensmittel sind. Das ist meistens der Grund. In der Regel Gluten und Milchprodukte. Die muss man weglassen. Und zwar komplett. Nicht irgendwie so 5 Tage weg, 2 Tage Cheat Days oder sowas, sondern komplett. Dann hat man schon mal die Chance, Reizdarm einigermaßen in den Griff zu kriegen. Wenn es das nicht ist oder wenn es damit nicht besser wird, dann kann es sein, dass es eine chronische Infektion vom Darm gibt. Entweder mit Parasiten oder mit Pilzen, mit Bakterien, manchmal auch Viren, die sich da wohlfühlen im Magen-Darm-Trakt. Und dann braucht man da entsprechende Möglichkeiten, gegen anzugehen. Nicht antibiotisch, sondern auf andere Weise. Das muss man rausfinden und raustesten, was dahinter steckt. Also einfach einen Therapeuten suchen, der sich mit sowas auskennt. Wir bieten das natürlich auch an. Wir haben einmal die Möglichkeit, dass man das über eine Ferntestung machen kann oder lernen kann, wie man das selber testet. Aber das nur am Rande. Dann ist es so, was sein kann, ist, dass es bestimmte Mängel sind. Es kann sein, dass es Mängel im Körper gibt, die Reizdarm verursachen. Magnesiummangel zum Beispiel kann dazu führen, dass der Darm sich nicht mehr richtig bewegen kann und dadurch entsteht dann Verstopfung, die wiederum den Darm reizen kann oder Stuhlprobleme macht. Dann kann es sein, dass es Kaliumüberschuss oder Mangel ist. Das muss man auch raustesten. Es ist ein bisschen kritisch, mit Kalium zu arbeiten. Wir haben dazu schon mal so ein Video gemacht, da könnt ihr mehr darüber erfahren. Auch zu Magnesium haben wir schon mal was gemacht. Es gibt noch viele andere Mängel, die sein können. Das muss man dann prüfen. Bestimmte Vitamine, ja, Zink oder B12 oder Vitamin D. Also das kann das alles mit verursachen. Dann kann es sein, dass es Stress ist. Ganz banal Stress. Wenn ihr Stress habt, ist das Nervensystem, was den Darm versorgt, quasi ausgeschaltet. Das hat einen Sinn im biologischen. Ja, verdaut wird dann, wenn man nicht vor dem Säbelzahntiger flüchten muss. Jetzt haben wir heute keinen Säbelzahntiger mehr, der heißt heute Stress auf der Arbeit. Und ja, und verdauen tun wir eben das Essen nicht mehr so gut, was wir da im Darm und im Magen haben. Unverdaute Magenbestandteile können dann, oder Darmbestandteile, also Nahrungsbestandteile können dann im Darm an Stellen kommen, wo sie gar nicht hingehören und entsprechend Bakterien falsch versorgen. Das kann natürlich dazu führen, dass der Darm gereizt ist. Es kann sein, dass eine Fehlbesiedelung im Darm herrscht. Also nicht pathogene Bakterien, sondern körpereigene Bakterien, die zu viel an der falschen Stelle sind. Auch das ist ein Problem. Das hat verschiedene Namen. Ein neuerer ist SIBO. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Ja, das heißt, man muss dann schauen, dass man das Mikrobiom im Darm in irgendeiner Form wieder besser versorgt oder dafür sorgt, dass es dem Mikrobiom gut geht.
Dem Mikrobiom geht es schlecht unter Stress und unter Elektrosmog-Einfluss. Also auch das kann eine Rolle spielen. Wenn ihr in der Nähe von einem Handymasten wohnt, kann sein, dass das ganze Darmmilieu verrückt spielt. Ihr habt aber Millionen von Bakterien im Darm, die unter bestimmten Einflüssen einfach spinnen, denen es dann nicht gut geht. Es kann sein, dass WLAN zu Hause macht Probleme oder euer Handy, das ihr benutzt, kann dem Darm schaden. Also so verrückt wie das ist. Das heißt, wer unter diesen Symptomen leidet, sollte schauen, dass er möglichst seinen Elektrosmog gut reduziert. Dann kann es sein, dass es ungelöste seelische Themen sind. Auch die machen Stress. Also ungelöste seelische Themen in Form von Traumatisierungen, die man erlebt hat, schwierige Lebenskrisen, die man hinter sich hat, aber auch vielleicht familiensystemische Themen, ja, dass man irgendwas für jemand anderen trägt und das selber quasi gar nicht verursacht hat. Solche Dinge gibt's und auch damit kann man Reizdarm gut behandeln. Aber wir entfernen uns oder distanzieren uns von der Aussage, die viele Ärzte treffen, dass Reizdarm rein psychosomatisch ist. Das ist nicht der Fall. Kann aber sein, dass es dadurch mit beeinflusst ist. Das kann sehr gut sein und damit kriegt man sowas auch ganz gut in den Griff. Dann ist wichtig, es kann sein, dass es ein strukturelles Thema hat, vielleicht bewegt ihr euch zu wenig. Es kann sein, dass dadurch die Lymphe nicht richtig fließt und die ganzen Faszien und Muskeln um den Darm herum einfach nicht richtig in Bewegung kommen. Dadurch wird der Stuhlgang träge, das kann Schwierigkeiten machen. Und dann kann es natürlich noch sein, dass ihr Vergiftungen habt im Körper. Also es kann sein, bestimmte Giftstoffe wie Glyphosat, Aluminium, Quecksilber, Blei, die das ganze Mikrobiom im Darm vergiften und es deswegen zu Problemen kommt. Das heißt, ihr seht, es ist wirklich multifaktoriell und die Kunst ist es rauszufinden, welcher oder welche Faktoren sind jetzt in deinem Fall entscheidend, damit der Reizdarm wieder verschwindet. Reizdarm ist immer sekundär. Ich habe noch nie erlebt, dass der primär ist. Also das heißt, es gibt immer einen Grund, warum der Reizdarm ein Reizdarm ist. Und in der Regel kriegt man, wenn man die Ursachen behandelt, die Sachen auch wieder in Ordnung. In dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, einfach in die Bemerkungen. Ansonsten besucht uns gerne auch auf Instagram. Dort machen wir noch ganz viele Informationen zu diesen Themen. Und ich wünsche euch liebe Grüße. Ciao, der Matthias.